So, wir verlassen jetzt Chaguarama Richtung Grenada, also straight north sozusagen, und fahren wieder durch den gleichen Channel zwischen den Inseln durch, den wir auch gekommen sind, wo so viel Gegenströmung war. Nur ist es jetzt umgekehrt. Jetzt haben wir, naja, 4 Knoten durchs Wasser und 7,2 Knoten über Grund. Also jetzt geht die Strömung mit uns, sind wir ordentlich schnell gerade. Und der Max futtert nebenbei die Ananas, die Nettie gerade schneidet. Yam, yam. Lecker, lecker. Hat auch schon die Schale versucht. Aber die war nicht so lecker. Es regnet. Genau. Super. Moin, Schnuffi. Hallo. Ui. Lässt du mal die Kamera los? Danke. Und der Papa muss gerade mal gucken, was hier los ist. Hallo Papa. Hallo. Wir haben nämlich ziemlich viel Dreck im Dieselfilter und blauen Rauch aus dem Auspuff gehabt. Und müssen jetzt gerade mal nach dem Rechten schauen. Gewitter? Das sieht nicht so gut aus hier. Da hinten. Wo wir den Motor ausmachen mussten, segeln wir jetzt mit 2,5 bis 3 Knoten bei 6 Knoten Wind gegen an. Aber wir segeln. Hoffentlich so schnell wie möglich von dieser schwarzen Wand weg. Die Überfahrt. Also wir sind jetzt nach 2 Tagen, wo du dich endlich ausgeschlafen hast. Lass die Kamera. Lass das. Also, wir sind jetzt auf Grenada in der Prickly Bay. Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier. Und jetzt sind wir wieder einigermaßen munter. Und wollen euch kurz von der Überfahrt berichten. Von den 80 Meilen oder 85 Meilen, die wir gesegelt sind. Die ja eigentlich schönes Segeln sein sollten, ereignislos im Sinne von, dass es entspanntes Segeln ist und nicht allzu viel zu tun gibt. War aber nicht so, wie immer. Ne? Überhaupt nicht. Also wir sind aus Chaguaramas rausgefahren und durch diesen Channel da in den Inseln, und als wir aus dem Hafen raus sind, ich habe ja den Motor, der so ein bisschen Luft gezogen hat, das hatte ich ja repariert, und so ein paar andere Sachen noch, den Krümmer wieder eingebaut, den Krümmer reparieren lassen, geschweißt, und ich mache die Motorklappe auf und gucke mal rein, nachdem wir den Hafen verlassen haben, ob da noch Bubbles kommen im Vorfilter, und ich habe gar nichts gesehen, weil der Vorfilter, ist ja so ein Glas quasi, wo man sogar durchgucken kann, komplett schwarz war. Und ich dachte schon, oh, was ist das denn jetzt? Verdammt, das ist ja der Dreckstand bis oben hin. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Was hat man noch nie gehabt? Geht doch nicht. Und ich habe dann nur gehofft, dass wir in dem Kanal zwischen den Inseln, weil da ist eine große Strömung, die dann auch noch so in Richtung Küste geht, dass da der Motor nicht ausgeht, weil da so viel Dreck drin ist. Und naja, jedenfalls sind wir dann durchgekommen, aber da kam dann schon blauer Qualm hinten raus, weil ihm das nicht so gefallen hat. Und dann haben wir den Motor ausgemacht, Segel gesetzt und sind so ein bisschen vor uns hingedümpelt, weil wir nochmal in dem Lee von den Inseln waren und in den Strömungen drin. Und dann habe ich den Filter
den Filter entleert, entdreckt sozusagen und dann wieder entlüftet. Dann haben wir den Motor wieder angeschmissen, dann lief er wieder. Und kurze Zeit später war der wieder komplett voll. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, wir haben doch keinen Dreck getankt, was ist das? Und dann kam es mir. Und zwar haben wir, bevor wir nach Shakuhama gefahren sind, haben wir vorsichtshalber ein Biozid in den Tank gemacht, um der Dieselpest vorzubeugen. Und es kann nur so gewesen sein, dass wir Dieselpest, dass da Bakterien gewachsen sind, quasi, die sich noch nicht gelöst haben. Und durch dieses Biozid haben die sich, als wir dort standen, gelöst. Und dann, es gab dann einfach so eine Suppe, so eine schwarze Suppe mit Brocken auf dem Boden, da waren richtige Brocken drin. Naja, jedenfalls hat sich der Filter immer wieder zugesetzt. Ich habe das Ding, glaube ich, 6-mal entleert und wieder entlüftet. Und ja, das war aber noch nicht alles. Und zwischendrin, während des Entleerens und Entlüftens, kam nur noch ein Squall. Und der Squall brachte nicht nur Wind mit sich und wahnsinnig viel Regen, sondern auch Blitze. Ja, und als ich dann so an der Pumpe gearbeitet habe, ist ja alles Metall, schlug neben uns, also muss relativ dicht neben uns gewesen sein, ein Blitz ein, von dem ich einen ordentlichen Zeck bekommen habe, also einen ordentlichen Schlag bekommen habe, als ich da an dieser Pumpe gearbeitet habe. Und unsere Elektronik ist komplett ausgefallen. Ich habe dann alles ausgemacht, wieder angemacht, dann ging ein Glück wieder alles, bis auf den Autopiloten und den Windmesser. Und dann habe ich später festgestellt, dass es so ein Interface von Raymarine zerstört hat. Oh, ich dachte, nee, kann nicht wahr sein. Ja, auf alle Fälle. Domi hatte den Schock fürs Leben. Irgendwie. Oh ja, also mein Herz ging danach gerade so noch. Der stand draußen. War kurz gelähmt irgendwie vor Schreck. Und ich war drin mit den Kindern, weil wir uns dann schon, als wir die schwarze Wolke gesehen haben, gleich nach drin verzogen haben. Und bei Einschlag des Blitzes ist dann auch Marie ganz schnell vom Salon zu uns nach vorne gehopst in die Kabine. Und wir lagen dann so und alles wird gut. Die Männer haben alles im Griff. Ja. Haben also, wir dann gekuschelt. Da kam mal wieder alles zusammen. Jetzt haben wir auch einen Blitzeinschlag mal. Eigentlich nicht bei uns direkt im Mast, aber es war sehr, sehr nah dran. Mitgemacht, was nicht unbedingt hätte sein müssen, weil wir müssen jetzt hier auf Grenada ein neues Interface besorgen und das dauert alles eine Weile. Ist jetzt nicht so easy. Und vielleicht kriegen wir es auch repariert. Naja, jedenfalls sind wir dann ohne Autopilot gefahren, mit Windpilot. Das geht ja alles, das ist ja alles gar nicht so weiter dramatisch. Aber so die Erfahrung gemacht zu haben, dass man doch einen Blitz abkriegen kann in einem einfachen Squall, ist schon nicht ohne. Ne? Naja, vor allen Dingen halt auch mit einer Wettervorhersage, wo du es jetzt nicht erwartet hättest. Ja. Ne? Also es kommt halt auch irgendwie immer anders. Naja, die Squalls, die kommen halt einfach so, darauf muss man gefasst sein. Und da muss man dann halt drauf reagieren und wenn so ein Teil über dir ist, am besten gleich erstmal alles ausmachen. Wir haben auch alle Geräte in den Ofen getan, alle Computer und iPads und was man so alles hat. Und auch wenn die Bordelektronik ausfällt, ist schon blöd. Naja, der Rest der Fahrt war ziemlich angenehm. Nach dem Lee der Insel ging es mit 15 bis 20 Knoten Wind ordentlich voran. Und wir waren dann so gegen 1 Uhr, glaube ich, 1 Uhr in der Nacht, waren wir dann in Prickly Bay und haben geankert. Und das lief alles wunderbar. Da braucht man nur noch irgendwie einen Tag, um uns zu erholen. See me as your enemy, or see me as your friend. It is 19 months since I was there and held you in my hand. It is 18 since I told you, and you took away my name. Now when you saw me, you turned away your head. You won't forgive me, and I will understand. Now, yeah.
future. Now you see me as your end. When you're hiding, we're colliding. Better be and stop pretend. I was silent, you were blind. Better leave those fears behind. You're still bleeding. See me as a friend. You won't believe me. And now we love you. Now gar nicht, was da los ist. Ist das meine Familie? Wir haben bei dem Gewitter vorhin eine Erfahrung gemacht, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Muss auch nicht unbedingt sein, aber haben wir trotzdem. Und es hat glücklicherweise nur das C-Talk-Interface erwischt, was die ganzen NMEA-Signale von den Geräten quasi übersetzt in C-Talk und die Garmin-Geräte miteinander verbindet. Das heißt, kurze Rede, langer Sinn. Nee, umgekehrt. Wir haben keinen Autopiloten im Moment, weil ihm das Signal fehlt, und wir haben auch kein Windmesser. Da wir keinen Autopiloten haben, haben wir jetzt, was wir normalerweise auf so kurzer Strecke in Anführungsstrichen nicht machen, den Windpiloten anschmeißen sozusagen, haben wir den jetzt noch fertig gemacht und steuern jetzt mit Windpiloten, was natürlich auch super gut funktioniert. Dann müssen wir sehen, dass wir das Interface reparieren auf Grenada und hoffen, dass nicht noch mehr irgendwie kaputt gegangen ist. Sieht aber erstmal nicht so aus. Now and then. Ja, und hier können wir jetzt erstmal den Tank entleeren, sauber machen. Da freue ich mich schon drauf. Gucken, was da Sache ist, wie viel Dreck da eigentlich drin ist. Das Zeug alles rausmachen, weil es, wenn es wächst, dann wachsen da ja auch die Schläuche zu. Also das ist echt wirklich Dreck, das ist wirklich Mist sowas. Und wie man sieht, darf man das wirklich hier nicht vernachlässigen, sondern man muss dann immer schön mit dem Biozid arbeiten und gucken, dass man sowas gar nicht erst bekommt. Ist halt so, man muss auf ganz viele Sachen achten. Und immer schön den Diesel filtern, das haben wir nämlich auch schon gesehen, dass als wir unsere Kanister entleert haben, dass da dann auch irgendwie Dreck mit unten drin war. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Bei den Temperaturen hier wächst alles Mögliche ziemlich schnell. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, angekommen zu sein auf Grenada. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, auf eine Insel zu kommen, die wir irgendwie schon kennen, die wir gerne haben. Und wo wir vor allen Dingen auch unsere Freunde wieder treffen, also Freunde, die hier wohnen. Hat irgendwie so ein bisschen was Heimatliches. Also unsere Heimat Grenada. Ist ja eigentlich fernab von Heimat, aber es hat so ein bisschen was. Und ja, von daher. Ja. Haben wir uns riesig gefreut, wieder auf Grenada zu sein. Ja. Und jetzt werden wir die nächsten mindestens mal 10 Tage hier noch verbringen, weil das die Bestellung des Krümmers dauert eine Weile. Und mal gucken, was jetzt mit dem Interface ist. Ja, der Motor muss sauber gemacht werden, der Tank. Und es gibt schon noch einiges zu tun. Ne? Mhm. Ich habe nur mal kurz meine Augen zu gehabt, weil ich gerade aufgestanden bin, ja. Hab meine Kaffeetasse gehalten. Das ist der Kaffeefisch. Dann kommt Max mit seinem Filzball an und schmeißt mir den. Das ist der Kaffeefisch. Das ist ein Fisch. Also der schwimmt nun mal im Wasser. Ich glaube, es geht los hier.
Na, Max möchte halt gern alles teilen. Was ist denn hier los? Wir können den kleinen Gecko ja bei uns an Bord lassen. Dann fängt er uns die Fliegen weg und die Insekten. Au ja, au ja, au ja. Ich möchte unser kleiner Bordgecko. Oh, oh. Da ist er. Cool. Was? Oh nein, wie peinlich. This is the belly drum. This is the belly drum. This is the belly drum. That's what a belly is for. Woo! Wir haben ja auf der Herfahrt von Trinidad nach Grenada festgestellt, dass wir sehr viel Dreck im Tank hatten und ich deswegen den Filter zigmal säubern musste und entlüften musste. Weil wir hatten es vorher noch nie gehabt. Und ich vermute ganz stark, dass das durch das Biozid kommt, was ich vorsorglich in den Tank gefüllt hatte. Und dann hat dieses Biozid wahrscheinlich die angehende Dieselpest getötet. Und das schwabbelte dann und schwamm dann alles im Tank rum und ist dann in den Filter rein. Weil nachdem ich den 7-mal sauber gemacht hatte, so ungefähr, wurde es weniger. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gucken, was da in dem Tank drin ist. Und den Tank säubern. Und da bin ich jetzt gerade dabei und das ist eine Scheißarbeit. Das ist richtig Dreck. Wir haben ein Glück, nur in Anführungsstrichen einen 100-Liter-Tank. Das heißt, das kann man mit einer Ölabsaugepumpe machen. Das dauert zwar ein bisschen, aber da braucht man kein größeres Equipment und ich fülle das gerade in den Kanister. Und da sind wir heute dabei und dann gucken wir mal, wie es da drin aussieht im Tank. Keine schöne Arbeit mit dem Diesel. Das stinkt und es schmiert und ist ekelhaft. So. Und so hier. So sieht die Dieselpest aus. Braunes Gelumpe, was sich dick am Boden absetzt und wächst. Bakterien. Mhm. Lecker. So, der Domi beim Schlauchschelle anbauen. Ach, riecht doch schon wieder. Funktioniert nicht. Warum nicht? Ich habe einen Arm so wenig. An der falschen Stelle. Musst du mit der Nase machen oder mit dem Mund? Jetzt zieht man ohne was drunter an. Ja, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. War das falsche Teil? Ja. Muss ich was anderes Kannst anziehen? Du bitte auch deinen Schrank was nehmen? Okay. Setz dich mal hin, wir machen mal eine Aufnahme damit. Findest du nichts mehr. Aber nicht, dass du jetzt ohne Hose wiederkommst mit dem Teil.